Bodensee und Berge. Jetzt gibt's drei etwas skurrile Geschichten oder zwei auf jeden Fall. Sehr skurril. Eine gefährliche Geschichte. Zwei skurrile Geschichten. Ich wohne ja hier am schönen Bodensee. Das ist ja wirklich nicht die schlechteste Gegend in Deutschland oder sogar auf diesem Planeten. Und der Bodensee direkt, wirklich vor der Haustüre bei mir, ein paar hundert Meter, und Berge auch nicht so weit. Aber es gibt drei Kapitel, wie gesagt, kann man auch überspringen. Erste Geschichte, Sturm auf dem Bodensee. Die zweite Geschichte, eine Seebestattung. Und die dritte Geschichte, Beerdigung. Beerdigung in den Bergen. Gut, fangen wir mit der ersten Geschichte an. Ich blende da gleich so ein nettes Video an. Ein von der Emily. Das ist ein ganz nettes Schiffchen. Das gehört zum Hotel in der Schweiz, in Horn. Und witzigerweise, der Captain Neuby, ein ehemaliges Big Band-Mitglied, der ist der aktuelle Captain von der Emily. Aber damals, da war er noch, der Captain Neuby hat wirklich ganz unten angefangen als Schiffsanbinder und hat sich denn da hochkrackert. Das wäre vielleicht eine eigene Geschichte. vom Big Band Schlagzeuger zum Bodensee-Captain. Ja, das ist doch was. Nein, aber damals war er noch nicht der Captain, weil die Geschichte ist auch schon 15, 16, 17 Jahre alt. Und eigentlich hochdramatisch. Ab und zu, kommt nicht so oft vor, spiele ich auf dem Schiff, auf dem Bodensee, so Commerz-Gigs, so Dinner-Jazz-Gigs. Und da gibt es ein paar wunderbare Schiffe, die Hohenwindel zum Beispiel, ist da so ein beliebtes Schiff, oder die Sonnenkönigin. Und die Emily ist ein ganz kleines Schiff, hat aber auch so ein Promenadendeck obendrauf. Und ist so die kleine Schwester von der Hohenwil. Da kann man mal googeln. Und wie gesagt, ich blende ja das nette Video. Das verwende ich einfach, das der Captain Neuby da gepostet hat in Facebook, in Instagram. Da kann man das mal sehen, dieses schöne Boot. Und im Bodensee hier, das ist, deshalb braucht man da auch wirklich ein ganz heißes Gewässer, sage ich mal. Man braucht ein extra Schifferpatent, das normale Patent, das sonst auf sämtlichen Binnengewässern gilt auf dem Bodensee nicht, muss man extra machen. Unter anderem, weil es da ein paar so Phänomene gibt. Das Föhnphänomen ist zum Beispiel auch was, das ist total verrückt hier, wenn man auf der deutschen Seite wohnt. Je nach Föhn, das ist so einfach Luftdruckschwankungen, ist die Sicht wirklich phänomenal. Also wir können dann hier von der deutschen Seite aus, besonders auch von Langenargen, einzelne Häuser auf der Schweizer Seite sehen. Viele Menschen leiden da auch, die ein bisschen empfindlich sind durch diese Luftdruckschwankungen. Aber von der Sicht ist es unglaublich. Und vor allem auch, dass das Wetter sehr schnell kippt. Und so war das an diesem Tag, an diesem Wochenende. Das war das schönste, also ein Traumwetter. Und es war eine Geburtstagsgesellschaft. Und wir sind damals in Wasserburg, sind wir da, ging es los mit dieser Emily. Die kam von der Schweiz rüber, haben die Gäste auf das Schiff geholt. Wir haben im Trio gespielt, Gitarre, Kontrabass und Trompete. Weil da ist nicht so viel Platz und so, gab es so eine nette Ecke, ich glaube beim Kamin oder so war das sogar. Da haben wir gespielt, Hintergrundmusik. Und wir fahren da raus und jetzt kommt das komplett Verrückte. Innerhalb, ich sag mal, es war spät nachmittags, sind wir losgefahren, innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten, hat das Wetter wirklich, hat sich komplett gedreht. Es ist schwarze Wolken. Und das war dann ein Wahnsinnssturm. Aber ich habe noch nie sowas erlebt. Auf Land, vielleicht 1999 bei diesem bei dem Hochwasser, wo dann kam auch ein Föhnsturm. Da war ich auf Land. Das war auch völlig verrückt. Aber so ähnlich war das auf dem Boot, auf der Emily. Wir haben dann, also dann wurde es dunkel sofort. Das war spät nachmittags. Und wir waren dann ja ewig auf dem See.
Und man hat dann auch auf dem Land dann überall Feuerwerk sehen, Blaulicht, und das war der komplette Wahnsinn. Aber es ging dann los. Also es ging innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten war alles dunkel. Wind, Wellen. Und wenn ich sage, auf dem Bodensee Wellen, vielleicht die Nordlichter oder jemand an der Nordsee, der lächelt da, aber komm mal zu uns runter, wenn es hier wirklich zur Sache geht. Zur Sache gehen, wir haben den gespielt und auf einmal fliegen Gläser runter, komplett Gläser. Da gibt es diese Schubteile, wo die Gläser drin sind in der Küche. Alle kommen rausgeflogen, dann sind die Leute natürlich in Panik geraten. Und der Captain kam dann natürlich sofort zu uns her und hat gesagt: Leute, spielt weiter, spielt weiter. Und das war eine nicht witzige Situation. Der Gitarrist ist ein paar Mal von seinem Barhocker fast runter geflogen. Ich bin gestanden, habe da hin und her gewackelt. Und es war kein, also es war kein, echt kein Spaß. Also die Leute wurden nervös. Ich weiß noch nicht, ob das weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht, wir haben keine Schwimmwesten ausgeteilt. Also ich glaube, das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Aber die Leute sind natürlich waren im Boot drin. Alle auf dem Promenadendeck war niemand. Und dann sind wir in Wasserburg losgefahren. Und wenn man den Bodensee ein bisschen kennt, also das ist auf der östlichen Seite vom Bodensee, und es war ein Westwind. So, das Ziel war eigentlich, in den Hafen reinzukommen, und eigentlich der einzige bei Westwind, jetzt vielleicht korrigiert mich ihr Segler, der einzige sichere Hafen, sogenannte sichere Hafen, war Lindau. Witzigerweise ja eigentlich die nächste, übernächste, nein, die nächste, übernächste, Bad Schachen, Lindau Hafen. Aber da das Westwind war eigentlich, und wir waren schon Richtung Konstanz unterwegs, also wir konnten auf jeden Fall nicht wenden. So, und der Captain hat gesagt: Okay, wir fahren jetzt einfach mal los Richtung Konstanz. Und wer den Bodensee kennt, der ist ja schon groß, und wir sind einfach Richtung Konstanz gefahren, und irgendwann waren wir mal in Konstanz, und da war es auch nicht möglich irgendwie, oder hat es keinen Sinn gemacht, in den Hafen da reinzufahren. Und dann wurde der Captain so ein bisschen nervös und hat gesagt: Okay, jetzt müssen wir wenden, und es wird eventuell kritisch. Und das war dann schon irgendwie heiß. Aber die Jungs haben es dann gemacht. Wir haben das geschafft, haben dann gewendet. Dann ging die Fahrt weiter. Also die Geburtstagsgesellschaft, also die Party war nicht vorüber. Das war gelaufen. Wir haben weitergespielt. Dann kamen dann schon die ersten Beschwerden. Ja, wir sollen auf jeden Fall nur lustige Sachen spielen. Also nichts irgendwie Trauriges. Und dann kam so ein Witzbold, ich glaube, ein Italiener war das, der hat dann gemeint: Sag mal, du könntest ja mit deiner Trompete näher, mein Gott, zu dir spielen, das eine Lied von der Titanic, wo die untergegangen sind. Das fanden viele gar nicht witzig. Ich fand es irgendwie schon witzig, aber ich gesagt: Nee, du, das mache ich jetzt echt nicht. Aber ich spiele es dir, wenn wir im Hafen drin sind in Lindau, dann spiele ich dir näher, mein Gott, zu dir. Als alter Blasmusiker kennt man das ja. Auf jeden Fall, wir fahren weiter, und dann, also wir haben den links und rechts. Also das damals, ich weiß nicht, wenn das war, es muss Anfang 2000, vielleicht 2005 oder so. Da war sogar noch irgendein Fest. Ich weiß nicht, ob's in Friedrichshafen. Das muss dann irgendwie im August gewesen sein. Da hat ein Blitz in Baum wäre an der Uferpromenade reingeschlagen. Also war links und rechts dramatisch. Also da gibt es ohne Ende Geschichten zu diesem Abend. Auch die ganzen Boote, die auf dem See waren und teilweise auch gekentert sind. Okay, wir fahren dann weiter da im größten Sturm. Und dann kommt das total Verrückte, der sichere Hafen, weil Lindau, der Hafen geht nach Osten auf. Wir fahren dann, kommen relativ problemlos, wenn man in den Hafen reinkommt, und da war nichts mehr. Also draußen war die Hölle los, und in dem Hafen war gar nichts. Und dann ging natürlich das Chaos weiter. Da war auch, glaube ich, in Lindau irgendwie ein Fest, und durch den Sturm und so war ich auch da, alle Chaos. Und wie kommen wir jetzt mit Kontrabass, mit Anlage und irgendwie von Lindau nach Wasserburg, da haben wir ja unsere Autos gehabt. Also da, bis man ein Taxi gekriegt hat, das war unglaublich. Also dann waren wir klatschnass, und das war ein richtiges Erlebnis. Ich kann mich erinnern, der Kontrabass,
Oder was ist, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Der stand da mit seinem Kontrabass. Irgendwie musste man nach Wasser bekommen. Wir sind dann irgendwie hingekommen und die Party war definitiv vorüber. Gut, das war meine Sturmgeschichte. Dann kommt nochmal ganz wirklich skurrile Geschichte und ich weiß auch, dass es ist, ich glaube, hochgradig illegal, was die damals gemacht haben. Und ich weiß auch gar nicht mehr, das war irgendwie von der Schweiz sogar jemand, wo das da gemacht hat. Also hochdramatisch, ein Segler ist tödlich verunglückt, wie auch immer, weiß ich nicht. Also, und sein letzter Wunsch war, er wollte eine Seebestattung auf dem Bodensee und das geht natürlich nicht. Man kann ja nicht seine Seebestattung machen. Es geht auf hoher See, aber nicht auf dem Bodensee. Also irgendwo sind die an die Urne reinkommen und irgendwie wollten sie einen Trompeter und dann war das ja hochgeheimnisvoll, konspirativ. Und das war, aber die sind, glaube ich, dann von der Schweiz oder irgendwo, vielleicht war es ein Österreicher, ich weiß nicht, sind die halt mit dem Segelboot. Der hat zwei junge Töchter gehabt, die waren damals einmal Anfang 20. Das war hochdramatisch. Und ich bin. Ich weiß gar nicht, das waren zwei Fischerboote, aber ich war der einzige Trompeter. Da war, glaube ich, auch eine Angehörige. Wir kamen auch wieder von Wasserburg, witzig, das weiß ich auch noch. Das war Wasserburg, zwei Fischerboote. Sind wir mitten in diesen Bodensee reingefahren und das war dann komplett skurril. Ich sollte dann da zwei Lieder spielen und dann, ich weiß gar nicht, was ich spiele, irgendwie Amazing Grace oder was man so mit Trompete alleine spielt. Irgendwann hat der andere gemeint, hey, kannst du nichts was von AC/DC spielen? Da habe ich ein bisschen drin gezeigt, du. Nee, kommt jetzt irgendwie blöd. Und dann haben die da tatsächlich eine Seebestattung gemacht. Da war nämlich kein Pfarrer dabei, das irgendwie die Angehörigen. Wie gesagt, die haben irgendwie die sind an die Urne reingekommen und haben die dann, war das der letzte Wille von dem Segler. Von dem jungen Segler, ich glaube, der war es irgendwie 40er, so alles ganz dramatisch, und haben dann die Asche da am Bodensee verteilt. Und dann muss man auch, es war ganz wichtig, dass die Schiffe nicht, die beiden Fischerboote nicht nebeneinander fahren, sondern auseinander, dass es nur nicht auffällt. Also ich glaube, alles verjährt und ich wüsste nicht, ich weiß auch gar nicht, wer mich da engagiert hat, wie das lief. Irgendwie hat mich mal angerufen, gesagt, du bist Trompeter. Und was macht man denn für verrückte Sachen? Gut, dann dritter Teil, Bodensee und Berge. Jetzt kommen die Berge. Und das ist auch eine Militärmusikgeschichte. Rubrik Militärmusik. Aber die kann man da reinpacken. Eigentlich hochdramatisch, die Geschichte. Und zwar bei der Militärmusik ist es so, wenn ein aktiver Soldat oder jetzt eine Soldatin stirbt, dann ist das Mindeste, was der Soldat oder die Soldatin bekommt, bei der Beerdigung, ist ein Trompeter und ein Trommler. Also, ich weiß nicht, ob es nach Dienstgrad geht beim Militär, kann es ja sein. Der General kriegt wahrscheinlich auf jeden Fall ein ganzes Musikchor. Oder wo dann der könnte ja mal in den Kommentaren mich aufklären, ab wann der arme Soldat auch ein ganzes Musikchor kriegt. Auf jeden Fall war das so, in meiner dunklen Vergangenheit als Militärmusiker war ich eigentlich Kornettist oder also im Flüglernregister. Wir haben so etwas nie gemacht. Also das war ganz klare Trennung. Das sind diese Trompeten, die saßen noch ganz irgendwo anders im Heeresmusikchor 10 in Ulm, so war das. Und mir waren immer ein Flügelhorn, ein Kornett, ein Flügelhorn, ein Kornett. Das gibt es ja meine Militärmusikgeschichte mit diesem Mr. Punkt, Punkt, Punkt. Also mir waren die Flügelhörner Kornette und wir haben da weder Fanfare gespielt, noch diese Gruftmucken und so. Das waren alles die Trompeten. Dann war jetzt dieses dramatische Ereignis, und zwar ist eine Bundeswehrseilschaft von den wie heißen sie, die Alpensoldaten, ist da abgestürzt. Und das war in Bad Reichenhall. Und da war es dann, das war dann quasi für uns Urlaub. War ja klar, wir kamen in Ulm und dann hieß es, war eine Seilschaft und auch zwei junge Typen, die waren, glaube ich, auch Mitte 30 oder so, Unteroffiziere, sind da abgestürzt. Und dann waren zwei Beerdigungen, am Tag eine
Und am zweiten Tag eine Beerdigung. Dann müssen wir da in der Kaserne übernachten. Wir sind dann, und dann war dann mein Kollege, das war mal interessant, was der macht. Waren beide Unteroffiziere, das war, glaube ich, auch der Grund, oder war denn niemand, mal haben sie immer die Mannschaften gemacht, aber da musste man selber fahren und der braucht einen Führerschein, irgendwas kompliziert. Und da haben sie mich gefragt und ich fand das sehr witzig. Habe es nie gemacht, auch nur einmal gemacht in meinem Leben. Also die Kollegenmannschaft, die haben ja keine Ahnung, wie oft diese Gruftmucken machen müssen. Und ist also hochdramatisch. Also da gibt es. Also eigentlich nur Totenwirbel, wenn der Sarg runtergelassen wird, macht der Trommler mit Snare auf, also nicht mit dem Ratschending, sondern die Snare ist auf und dann gibt es diesen Totenwirbel und dann kommt das Kameradenlied, also der Klassiker. Also wenn man da anfängt, bitte nicht den Text mal durch Google mal den Text, das ist also haarsträubend eigentlich, was man da spielt, der Text zu dem Lied, aber das ist halt Militär und Dramaturgie pur. Also aus irgendeinem Grund habe ich das gespielt. Wir fahren dahin. Die erste Beerdigung, also Tausende von Menschen. Also es war ja hochdramatisch. Und wenn man sowas erlebt und mit diesem, also war eigentlich nicht furchtbar. Wir standen dann da immer ein bisschen seitwärts und dann der letzte Akt. Denn wenn der Sarg runterkommt, dann kommt dieser Todelwirbel und senkt die Fahnen und dann steht der Trompeter und spielt dieses Kameradenlied. Und wir haben das gemacht am ersten Tag und war alles wunderbar. Und dann kam der zweite Tag. Genauso viele Menschen, ich glaube, das war ein anderer Friedhof, vielleicht irgendeine Nachbargemeinde oder so, also irgendwie der Ecke Bad Reichenhall war das. Wäre mal auch interessant, wer das war oder so. Auch da kann man bestimmt recherchieren. Es kommt nicht so oft vor, dass da irgendwie zwei abstürzen und zwei Soldaten. Also hoffentlich kommt es ja nicht so oft vor. Genau, Gebirgsjäger heißen sie übrigens. Ist mir wahrscheinlich nicht eingefallen. Also bei den Gebirgsjägern war das. Und zweiter Tag. Und dann stehen wir dran. Und da kommt so ein Typ zu mir und sagt: Ja, ganz wichtig, ich muss das Kameradenlied zweimal spielen. Da dachte ich, ein Kamerad, gestern habe ich jetzt einmal das Kameradenlied gespielt, warum soll ich denn das jetzt zweimal spielen? War das ein Stabsfeldwebel oder hat er Dienstgrad höher oder was soll das? Aber das ignoriere ich einfach. Wenn ich da spiele, kann ich sowieso machen, was ich will. So, dann kam er nochmal her und ich sagte, es sei ganz wichtig, dass ich das Kameradenlied zweimal spielen soll. Da wurde es mir so ein bisschen suspekt, warum das so ist. Und dann kam er dann das dritte Mal her und hat mir nochmal gesagt, wie wichtig das ist. Er hat mir aber nicht gesagt, warum. Warum das so wichtig ist. Also, ich muss einfach dieses Kameradenlied zweimal spielen. Und okay, kommt die Situation wieder genau dasselbe, gleicher Ablauf, Totenwirbel, die lassen den Sarg runter. Ich fange an, bam, bam, bim, bidim, bam, und dann macht es auf einmal einen riesigen Schlag. Ein Böller, also viele Böller, laut. Boah, zu Tode bin ich erschrocken, natürlich. Aufgehört zu spielen, das war aber so laut, hat man es gar nicht gemerkt. Und ich spiele weiter und ba, du, da, und dann machst du bei mir Ratter, 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 Ratter. Und ich gucke nur so einen Kopf auf die Seite und sehe dann, was da passiert ist. Und zwar haben diese Muskat-Dinger gehabt. Also da waren irgendwie 10 Leute, die da geschossen haben. Und witzigerweise, am Tag davor hat niemand geschossen, weil das macht man nicht manchmal auch noch, die Böllerschläge. So, und jetzt war noch nicht klar, warum ich denn dieses Kameradenlied zweimal spielen muss, weil die so lang brauchen, um wieder nachzuladen, weil sie müssen dreimal schießen. Und das wusste ich nämlich von meiner Blasmusikzeit am Toten Sonntag. Ich habe mir genau das gleiche SCH gemacht. Also, man spielt dieses Kameradenlied und da wird also mit der Kanone, also da ist eine Kanone, wirklich eine Kanone steht daneben dran und dann schießen die da dreimal
Und ich konnte nie spielen. Also damals in meiner Blaskapelle, immer wenn ich wusste und ich sah genau den Typ, wo der gezogen hat und Trompete weg und das ist so laut und du erschrickst wirklich. Also das ist, es gibt welche, die können da spielen, aber ich konnte da nie spielen. So. Und ich wusste ja, jetzt kommen nochmal zwei. Und da waren diese tausende Menschen und jetzt dann wirklich so trugloser Ansatz irgendwie habe ich das weitergespielt und dann paff, dann nächste Böller, also das waren ja immer 10 gleichzeitig und dann natürlich der dritte hinterher, der war glaube ich sogar noch zu spät, weil irgendwie müssen sie, sollte es wenn möglich innerhalb dem Lied sein, dass, also denn jetzt dieses, also mehr als zweimal habe ich es ja nicht gespielt, denn da habe ich gedacht, also bei aller Liebe zu euren riesen Dingern da, wo er da rumschießt. Gut, so und dann war das wirklich ein unglaubliches Erlebnis und hinterher kam er dann zu mir und war ganz glücklich und dass sie das gemacht hat und ich dann, ja, pff, hätte ich mal sagen können, dass er da, dass da knallt und er wäre ein bisschen vorbereitet gewesen. Gut, das war Bodensee und Berge.